Intelligente Technik beeinflusst unser aller Leben und verändert es jeden Tag. Ob Bildung, Arbeit oder die Gestaltung sozialer Lebensräume, die Welt steht im Zeichen des digitalen Wandels. Wie wird aus einem Land ein Smart Country? Vernetzt, intelligent, digital. Wie wird Teilhabe ermöglicht? Diesen Fragen ist die Bertelsmann Stiftung in einer weltweiten Recherche zum diesjährigen Reinhard-Mohn-Preis nachgegangen und hat in 4 Ländern Antworten gefunden. Antworten, die unser Leben in Deutschland positiv beeinflussen können. Tel Aviv in Israel. Nach dem Silicon Valley der zweitgrößte Start-up-Hotspot der Welt. Kreativ und dynamisch. Hier entstehen Ideen von morgen. We don't have natural resources. We don't have anything locally. We're a tiny country with a tiny local market. But everything that has to do with business, people understand that tech is our only competitive edge. Die Grundlage der Start-up-Kultur? Die Verknüpfung aus Wirtschaft, Wissenschaft, Militär und öffentlicher Verwaltung. Junge Frauen und Männer werden in allen Bereichen zu Cyber-Experten ausgebildet. Genau dieses Wissen schafft Impulse für die Weiterentwicklung einer Gesellschaft mit einer einzigartigen Geschichte. Our parents and grandparents, when they came here, it was a desert. They didn't have any other choice but to find solution. And even when some say it's a Jewish culture, even when we are solving a problem, we try to check if there is a better solution to this problem. Österreich, Europameister in Sachen E-Government. Im Mittelpunkt steht die Smart City Wien. Über die Plattform Digitales Wien werden soziale Innovationen umgesetzt und neue Wege gesucht, um die Stadt noch bürgerfreundlicher zu gestalten. Die wichtigste Erkenntnis für uns ist, es muss sich keine Verwaltung vor einem offenen Innovationsprozess fürchten. Was Innovation bedeutet, zeigt das Projekt Sachs Wien. Schlaglöcher, Ampelausfälle oder Verunreinigungen. Mit dieser App kann jeder Bürger in wenigen Sekunden Probleme an die Stadtverwaltung melden, die sofort reagiert. Jeder Wiener ist dadurch ein aktiver Teil seiner Stadt. So entsteht ein gemeinsamer Dialog, der Vertrauen schafft. Wenn wir Stadt, wenn wir eine Smart City für die Bürger machen wollen, wenn wir uns auf die Herausforderungen der Zukunft einstellen wollen, dann müssen wir sie auch mit den Bürgern gemeinsam erarbeiten. In Schweden wird nicht nur über Digitalisierung diskutiert, sie wird seit fast 20 Jahren aktiv realisiert. Der Ausbau schneller Glasfasernetze wurde bereits im Jahr 2000 gesetzlich festgelegt und ist die Basis des digitalen Erfolgs. Das Ziel? Eine digitale Gesellschaft. Eine Information Society for All. Bis 2020 sollen 95% der schwedischen Haushalte einen extra schnellen Breitbandzugang haben. We've had a political goal for many, many years, and the goal is that Sweden should be the best in the world at utilizing the opportunities afforded by digitalization. Dabei ist Digitalisierung kein Selbstzweck. Der gesellschaftliche Nutzen steht im Vordergrund. An der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm arbeiten Studenten und Forscher gemeinsam an Projekten, die digitale Inklusion fördern. We're trying to explore new ways of our sustainable society in the future. We're working on how robots in various ways will become more and more common in the homes of people. A robot may be able to help elderly with the home care, be a partner, a companion for the everyday activities that they do. Estland, ein Land in der Cloud. Eine vernetzte Gesellschaft und Vorbild für ganz Europa. Estonia is digital and everybody is using everything that you can via e-channels and online. Zugang zum Internet ist hier ein Grundrecht.
Seit 1999 haben im estnischen Kabinett Laptops und Tablets die Nutzung von Papier und Akten ersetzt. Selbst Abstimmungen erfolgen digital. Deutschland ist eine Top-Industrienation in der Welt. Wenn wir diesen Spitzenplatz halten wollen, geht es nur mit Digitalisierung. In Estland kann man lernen, wie es geht. Einzigartig in der Welt? Jeder Este hat eine E-Identity. Der digitale Personalausweis dient als sicherer Zugang zu allen persönlichen Daten. So kann zum Beispiel jeder Bürger sofort auf seine Krankenakten zugreifen, dem Arzt zugänglich machen oder ein digitales Rezept erstellen lassen. Alle relevanten Daten werden automatisch verknüpft. Der Name dieses intelligenten Systems? X-Route. For example, if I want to declare my taxes, I'll go to X-Route. I'll give allowance to tax office to get access my property, to get access about my salary, my children. Then they calculate everything together. And I just need to confirm using my digital signature. Der Grundstein für die digitale Zukunft wird in der Schule gelegt. Bereits in der ersten Klasse lernen Schüler das Programmieren. Für Estland ist das die Weltsprache. Und nur wer versteht, kann auch vertrauen. I trust this system. I do have my concerns still. I know about WikiLeaks. But I still believe that this is the future. So if we don't trust, let's make it safer. Let's not tear it down. Let's use it. Vordenker der Digitalisierung in Estland ist Thomas Hendrik Ilves. Engagierter Demokrat, Weltbürger, Digital Native. Als estnischer Staatspräsident macht Ilves zwischen 2006 und 2016 die digitale Transformation zur Chefsache. Mit ihm als Impulsgeber entwickelt sich Estland zur digitalen Vorzeigenation. 1953 in Schweden geboren, verbringt er seine Jugend an der Ostküste der USA. Studiert in New York und Philadelphia Psychologie und kehrt 1984 nach Europa zurück. In München arbeitet er beim Sender Radio Freies Europa und geht 1993 ins inzwischen unabhängige Estland. I was taught how to program when I was 13 years old, which was 48 years ago. I had a math teacher who thought it would be interesting to see if 13-year-olds could do programming. But anyway, the main thing I got out of that was that I never feared computers. Bereits in seiner Kindheit lernt die Vorzüge digitaler Technologien kennen. Als Politiker bringt selbst den digitalen Fortschritt in Estlands Schulen. Als estnischer Botschafter initiiert er 1995 das wegweisende und das Schulsystem bis heute prägende Tiger Leap Programm. Schulen bekommen Internetanschluss. E-Learning wird in den täglichen Stundenplan aufgenommen. Aufgrund seines Erfolgs wird das Programm auf Hochschulen ausgeweitet. Das digitalisierte Estland entwickelt sich unter Ilves rasant. What made this little former Soviet Republic an IT powerhouse? It's because technology developed so rapidly. And we could, I mean, in 5 years' time, we could be backward again if we don't keep running. We have to keep running. Europe needs to run, is the problem. The rest of Europe needs to run. Ilves denkt weiter, über Ländergrenzen hinweg. Herr Staatspräsident. Grüß Gott. Will Europa fit machen für die digitale Zukunft. In der Europäischen Union leitet die Taskforce eHealth und den Lenkungsausschuss für Cloud Computing. Auch nach dem Ende seiner Präsidentschaft treibt die Digitalisierung konsequent voran. Für das Weltwirtschaftsforum leitet das Blockchain Future Council und steht dem Ausschuss für Cybersecurity vor. Im Herausgeberbeirat des Weltbankberichts Digital Dividends setzt sich für die Digitalisierung in Entwicklungs- und Schwellenländern ein. Die Stanford University macht ihn zum Gastprofessor am Zentrum für internationale Zusammenarbeit. Thomas Hendrik Ilves ist engagierter Impulsgeber und Visionär. Mit Kreativität, Offenheit und Weitsicht trägt einen digitalen Wandel, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Ilves Grundhaltung: Digitalisierung bietet weltweit vor allem Chancen.
Chancen für Transparenz, Wohlstand und demokratische Teilhabe.